Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Die Spuren führen nach Nordosten. Genau. Wir möchten versuchen, diese Quest hier zu schaffen. Ui, der hat geschlafen. Ich dachte, der wäre hin. Entschuldigung. Ich dachte, der wäre kaputt. Dabei schläft der. Alter. Ich dachte, der wäre tot. Alter. Daneben. Super. Kann man immer brauchen. Ich glaube, der hat mich echt gerade geheilt. Das ist super. Das ging schnell. Das ist sehr praktisch. Wenn man jemanden dabei hat, der einen heilen kann. Hervorragend, hervorragend. So, die Spur führt nach Nordosten, hat er gesagt. Nordosten. Norden, Süden, Osten. Also die Richtung. Kann man hier eigentlich schleichen? Huch, das war... Ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Machen wir mal fertig, die Krallenäffchen. Alter. Zack. Zack. Okay, der ist tot. An Käse hat er. hat er dann Käse liegen lassen. Okay, Goldmünzen sind dann Haufen. Die nehmen wir mal alle mit. Spuren. Hier ist jemand. Ja. Was? Entschuldigung. Wie war das? Hier ist jemand Richtung Norden gegangen. Okay. Richtung Norden gegangen, Nordosten, Norden. Okay, wir müssen also immer den Spuren folgen. Dann klappt das schon irgendwie. Gold, 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 Gold. Einen Haufen Gold. Ich glaube, ich sollte mal ein kleines bisschen Proviant zu mir nehmen. Die Spur führt weiter nach Nordosten. Nordosten, jawohl. Gold und rum. Spuren. Anscheinend hätten wir sonst. Hier gibt es mehr Gold. Und ich glaube... Also, es schaut aus wie ein Messer. Ich dachte, das wäre ein Messerchen. Ist aber gar nicht wahr. Oh, da ist noch Gold. Hier ist noch Gold. Da ist auch noch Gold. Hier haben wir Gold. Aus deiner Haut macht ich denke immer, das ist hin, das Viech, ne? Au! Alter! Du aggressives Affenviech! Geht ja. Gold und der Krallenaffe hat natürlich wieder nichts. Hier, das wollte ich mitnehmen. So, wieder Proviant essen. Da vorne haben wir ein Wildschweinchen, habe ich gesehen. Wir werden das jetzt mal speichern. So, und so. Da haben wir eine Maki-Beere. Hier haben wir Gold. Da ist, glaube ich, auch noch ein Goldmünzel. So. Dann hier ist Gold und da ist Gold. Zwei Wildschweine. Hey, lass mir auch noch was übrig. Au. Du kannst gern alles haben, Bones. Du kannst liebend gern alles haben. Autschi, Autsch, Autsch. Ja. Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen. Ich erwisch gar nichts mehr.
Zack, zack. Buah. Oi, oi, oi. Deine Haut mache ich mir in ne... Ein Ghoul. Oi, oi, oi. Alter. Zack. 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 Au. Ich sollte meinen Rums laufen. Zack. Zack. Und zack. Jawohl. Das tat weh. Das stimmt. Hui. So. Her mit dem Proviant. Beim Warzenschweinchen holen wir uns das Fleisch. Die Spur führt in die Höhle hinein. Yay! Rum, Gold, Gold, Gold. Ah, die Spruchrolle. Kristallfackel. Das ist gut. Die werden wir gleich brauchen, glaube ich. Noch mehr Gold, noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Ja, wirklich. Also das mit den Spuren ist echt cool, dass überall so ein Goldstückchen liegt. Wo ist eigentlich die zweite Sau hin? Die ist da drüben, ne? So, Gold, 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 noch mehr Gold, noch mehr Gold. Ein Pokal, Gold, 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 noch mehr Gold. Dann, Schweinchen haben wir gelootet, passt. Ich würde sagen, das werden wir gleich wieder speichern. Und ich werde mir auch jetzt gleich den Zauber raussuchen, Magie. Für Kristallfackel. 9, glaube ich, ist in Ordnung. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Da. Bones, du darfst ruhig draufhauen. Zack. 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 Und hier ist er nicht. Hui! Gut. Dann würde ich sagen, looten wir hier noch die Münzen. So. 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 Und so. Jetzt ist die Frage, ob es hier auch wieder Goldadern geben wird. Hol. Vorsicht. Gold. 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 Ei, das drin dürften Dämon sein. Wir werden das jetzt mal gepflegt speichern, glaube ich. Das schaut ein bisschen ungesund aus. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Wow. Ein grausamer Lindwurm. Wow. Zack. 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 Au. Au. Aber ein Stückchen rum. Zack. Zack. Wow. Noch ein Schluck rum. Rum wollte ich trinken. Okay. Okay. Ist schon gut. Ich wollte nur rumtrinken und habe undummerweise die Quetaste gedrückt. Das war nicht schlau. Das war gar nicht schlau. Was mir hier sehr gut gefällt, muss ich schon mal im Vorfeld anmerken, ist einfach, dass man schneller rumsaufen kann. Schatten! Zack, 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 au! Ah, das war zu früh. Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Ja, würde ich auch vorschlagen. Wow. Okay, einen schönen Schluck rum. Okay, bei uns heilt sich auch, das ist sehr gut. Alter. Bones, ich bitte dich. Boah, das ist ein hartes Stück Kampf. Alter. Geil, Hammer. Oh, trinken. Wow, war knapp. Ja, scheiß Schatten. Ich habe meinen gesamten Rum verbraucht. Wow. Ne? Alter. Puh.
Aha. Ich hoffe, dass uns nicht noch mehr Viecher überraschen. Ach, wobei die Höhle würde noch tiefer gehen, ne? Alter. Puh. Ich glaube, das ist einmal... Ich hoffe mal, das ist speicherungswürdig. Ich habe jetzt den gesamten Rum weggesoffen. Wir werden das Geld jetzt dann auch gleich, glaube ich... Spitzhacke, das ist super. Ich fürchte, wir werden unser hartes... Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das wird unser hartes Erspartes, fürchte ich, werden wir dann auch gleich nutzen müssen. Boah. Nutzen müssen, um... Dingsbums zu holen, zu kaufen. Also mehr Rum. Wobei, ich erinnere mich gerade, wir hätten ja auch noch Grog benutzbar. Fusel. Grog. Wir könnten ja auch noch ein bisschen Grog wegsaufen. Oi, 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 oi. Grabspinne. Nicht gut. Gar nicht gut. Alter, Bones, mach was. Ich will hier nicht verrecken. Sag mal, verreck die jetzt gleich mal. Alter! Alter, Alter! Ich glaube, ich hätte den Hund überhaupt nicht trinken sollen. Ich hätte gleich bei Grog bleiben sollen, glaube ich. Alter! Ich will da jetzt nicht sterben. Bei uns tust du auch noch was. Alter, du Saufisch, du Dreckiges. Sind die nervig? Alter, Alter, Alter. Das ist ein harter Kampf. Echt. Bitte stirb jetzt. Na endlich. Du kackte Miete, du ekelhafte. Das ist ja ungeheuerlich. Schade um das gute Opfer. Kackviech, echt. Eisenader, die bauen wir mal ab, ne? Jetzt haben wir eine Spitzhacke gefunden. Alter, wie übel. Meine gesamten Vorräte weggesoffen. Boah, das wird teuer, das Spiel. Das wird teuer, weil ich doof bin. So, ich werde das jetzt mal speichern. Das war jetzt echt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Termitkrieger, okay. Vielleicht haben wir nämlich ja Glück, wir haben dann schon die ganze Höhle ausgerottet. Gut so. Dann können wir hier nämlich mit der Ruhe erkunden. Oh oh. Oh. Leben wir noch? Ich habe zu spät, glaube ich, die Leertaste gedrückt. Danke. Ich habe viel zu spät die Leertaste gedrückt. Upsi. Aber hier haben wir noch was gefunden. Messer, Teleportstein, yes! Yes! Es hat sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt. Wie mega. Wir haben einen Teleportstein gefunden. Schwerer Goldsack. Silberbecher. Lauter coole Trümmer. Oh, wie schön. Goldklärenhaufen, Zähne und Diebesgut, allerlei Wertsachen. Einige tragen den Namen Jack. Okay, alles nehmen. Das könnten diese Sachen zum Anschwärzen. Ist das Jade? Tatsächlich. Nehmen wir auch gleich mit. Wir können damit jetzt wahrscheinlich diesen einen Inquisitor-Typen da oben am Turm vom Jack anschwärzen. Gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Gott sei Dank. Das war echt sehr, 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 sehr super. Habe ich eine Ader übersehen? War da jetzt gerade was? Nein, Bones. Es
wäre es nämlich echt blöd, wenn ich eine Erzader oder so übersehen hätte, aber schaut nicht so aus. Da ist noch ein Pilz. Apropos Pilz, ich werde mal ein bisschen nehmen. Boah, das war jetzt echt cool, aber jetzt möchte ich gerne schauen. Benutzbar, fällt jetzt dieser... Nein. Fällt es unter Magie? Blunder, alles, Ausrüstung, das glaube ich jetzt... Charakter, Sammlung? Geheim. Geheim, alles geheim. Na, das Teleportstein. Oh, Kapitänshut. Ich habe vergessen, mich auszurüsten. Entschuldigung. Ein Kapitänshut haben wir gefunden. Goldwert 50, Klingsicher plus 3, Kugelsicher plus 3, Sturmhaube gegen Wind und Wetter. Ups. Körper, Beine, Füße, Amulett haben wir nix. Ohrring, es ist nach wie vor Finger, nach wie vor. Halt. Rechte Hand ist nichts anders, linke Hand ist nichts anders, Kopf haben wir schon. Körper, guter Kapitänsmantel, upsie. Ups. Klingensicher, plus 17, Kugelsicher, plus 17. Schwerer Seemantel, schützt vor Wind, Wetter und Verletzungen. Scheiße, das habe ich voll übersehen. War das jetzt hier dabei? Ich denke, Kapitänshose. Goldwert 50, klingensicher, nichts dazu, kugelsicher, nichts dazu. Hose aus Leder, wasserdicht. Also passt halt farblich besser dazu. Die Füße, Kapitänstiefel, klingensicher plus 3. Schwere Lederstiefel für festen Sand. Stand. Für festen Sand. Für festen Stand. Selbst bei schwersten Stürmen. Super, wo haben wir das jetzt bitte her? Scheiße. Haben wir das jetzt gerade. Wir haben das gerade gelootet, ne? Also, falls jemand fragt. Wir haben das gerade gelootet. Aber was ist jetzt mit diesem Teleportstein? Blunder, der wird wohl nicht unter Blunder fallen, oder? Alles? Wurfdolch, bla bla bla. Unter was bitte fällt jetzt dieser Teleportstein? Teleportstein, hier. Dieser Stein trägt seltsame Schriftzeichen, gehört scheinbar in irgendeine Art von Fassung. Okay. Fällt scheinbar doch unter Blunder. Okay. Ja, so schauen wir schon ein bisschen besser aus. Es ist zwar nicht schön, was wir anhaben, da hat mir dieses schwarze Ding besser gefallen, aber wir halten es definitiv mehr aus. Wir haben das gerade erst gelootet, falls jemand fragt, gell? Wir haben nicht gefällt. So. Haben wir hier alles mit? Schaut gut aus. Hier hätten wir noch eine Spitzhacke. Und die Kiste von dem Auftraggeber. Bananen an Haufen. Grog. Warum ist die immer einzeln? Grog, Rum und Gold. Nehmen wir alles mit. So, sehr gut. Und dann gehen wir wieder raus. Wir schauen natürlich uns ein bisschen um, dass ich auch überhaupt keine Erzadern übersehe. Aber das ist sehr gut gewesen, die Quest jetzt. Dass wir sie gemacht haben. Und natürlich werden wir das Ganze auch auf der Stelle speichern. Ja, hier, das passt schon, ne? So. Hui. Das heißt, nachdem wir jetzt da so viel mehr aushalten, könnten wir uns dann ja auch schon bald trauen, gegen Wildschweine etc. zu kämpfen. Ne? Also bewusster zwecks Essen sammeln und so. Ne? Proviant halt. Da drüben war er, genau. Hey, du da! Wir haben da was Tolles für dich. Hallo, Pipkin. Dein Monster ist Geschichte. Dein Monster ist Geschichte. Sehr gut. Was ist mit meinem Schatz? Hast du den Kram aus meiner Truhe? Ja, ich habe deinen Schatz. Sehr gut. Dann erzähl mal, was du alles noch gefunden hast. Wegen deinem Schatz. Wegen deinem Schatz. Ich habe Grog gefunden, Gold, Rum. Grog. Ich habe Grog gefunden. Wunderbar. Her damit. Viermal. Ich behalte... Ja.
Hier hast du ihn. Den habe ich schon vermisst. Sehr gut. Danke. Na dann, wegen deinem Schatz. Wir müssen ja freundlich sein, ne? Rumgefunden. Ich habe rumgefunden. Damit sieht die Welt gleich besser aus. Gibst du ihn mir? Ja, dann nimm. Den Rum kannst du haben. Sehr gut. Dann kann ich mich heute ordentlich zugießen. Ja, ja. Und? Noch wegen deinem Schatz. Hier bitte. Ich habe Gold gefunden. Hätte nicht gedacht, dass du das zugibst. Hier bitte schön. Da hast du dein Gold. Ich hätte wetten können, es ist verschwunden. Ist eine echt ehrliche Haut. Du hast mir alles wiedergebracht, was in meiner Truhe war. Da waren noch Bananen. Ach, da habe ich sie gelassen. Die kannst du ruhig behalten. Danke. Ich halte mein Wort. Hier hast du die Hälfte von dem ganzen Krempel. Vielen Dank nochmal. Dankeschön, Dankeschön. Seele plus eins, zweimal. Das ist echt super. Das lief wirklich gut. Siehst du, eine ehrliche Haut bringt sich was. Lagerfeuer. Wir werden das ganze Fleisch braten. So. Bones, wie geht's dir? Ja, schaut alles gut aus. Passt. Dann werden wir zum Jack zurücklaufen. Beziehungsweise in die Richtung. Werden uns dann gleich mal zu Jacks Leuchtturm begeben. Schauen, was wir mit diesen Inquisitionstypen Deppen machen können. Ein Speicherstings wäre auch nicht schlecht. So. Dann haben wir da vorne eine Wildsau. Komm her, du wilde Sau. Zack, zack, zack. Du brauchst nichts abhauen. Au! Ja, das macht, glaube ich, nicht mehr so viel Damage wie vorhin, hoffe ich. Glaube ich. Sehr gut. So. Und eine Feuerblume haben wir da. So. Hier ist es ganz schön düster, ne, eigentlich. Es ist aber auch, glaube ich, Abend schon. Es ist gespeichert worden. Wir werden aber selber auch nochmal speichern, sicherheitshalber. So. Begrüße die Herrschaften. Na, wie geht's? Dieser Turm ist die reinste Todesfalle. Aber auf mich wirkt er ziemlich harmlos. Lass dich ja nicht täuschen. Wer weiß, wie viele Ratten oben im Turm hausen. Wenn du nicht Acht gibst, stürzen sie sich auf dich nieder und kratzen dir die Augen aus. Teleporter-Leuchtturm. Teleportstein einsetzen. Ja, geht genau, doch. Das machen wir mal. Yes, wir haben einen Teleporter aktiviert. Das ist schön. Das ist nice. Teleporter aktiviert. Wähle auf der Inselkarte einen aktivierten Teleporter an, um dorthin zu reisen. Okay, das ist super. Das können wir immer brauchen. Hallo, Holt. Hey, Zivilist. Hast du dich verlaufen? Ja. Ich sehe mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Kriegsgebiet? Hier scheint aber alles ruhig zu sein. Was machst du hier oben, außer Wache schieben? Kann es sein, dass du dieses Zeug gestohlen hast? Taschendiebstahl 10 von 90 haut nicht hin. Kriegsgebiet, hier ist alles ruhig. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Dann ist es aber ein Buschbrand und kein Krieg. Warum bist du hier und nicht im Osten? Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Mhm. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben es einfach nicht drauf. Arschloch, echt. Was machst du hier oben, außer Wache schieben? Für meinen Arsch, Ruhestand oder? Sorgen. Aha. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Mal kurz beenden, der Plünderer.
Und zwar speichern nochmal. Gehört das dir? Kann es sein, dass du dieses Zeug gestohlen hast? Selbst wenn es so wäre, ohne einen Beweis kannst du mir gar nichts. Ich muss mich hier wohl nochmal umsehen. Na dann. Dann schauen wir mal, was wir hier noch looten können. Die ist auch noch verschlossen. Ist, was bist denn du? Eine Ratte! Eine Ratte! Ratten tun wir nichts. Warum? Genau, weil sie ausschauen wie große Mäuse. Und da ich Farbmausbesitzerin bin, gibt es natürlich keine toten Ratten. Nicht von unserer Hand. Na, du Hampelmann. Hey du, angetreten. Aber ein bisschen flott. Glaubst wohl, du könntest dich hier so durchmogeln, was? Geht's auch freundlicher? Du, werd bloß nicht frech, Freundchen. Sonst blüht dir das gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Also gut, was willst du von mir? Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du von mir? Also gut, was willst du von mir? Schon besser. Schnapp dir einen Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst. Klar, mach ich doch gern. Kehr deinen Mist allein. Na, mach ich gern. Klar, mach ich doch gerne. Das heißt, zu Befehl. Für Tagelöhner wie dich gibt's eh keine bessere Arbeit. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Ich glaub, dein Vater hat dich nicht genug verhauen, kann das sein? Pass auf deine Zunge auf, sonst setzt es was. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen? So viel Silberzunge haben wir, glaube ich, nicht. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Kannst du mir was beibringen? Kannst genau. Du mir etwas beibringen? Nur wenn die Kasse stimmt. Einschüchtern, du machst mächtig Eindruck. So viel Eindruck, dass dir der Ärger aus dem Weg geht. Steigert Einschüchtern um 10 pro Stufe. Nur wenn die Kasse stimmt. Achso, das war das Text. Einschüchtern lernen Untoten schlechter lernen. Untoten schlechter. Verursacht zusätzlichen Schaden gegen Untote. Das ist aber nicht schlecht. Härte 20, Einfluss 20. Geht das überhaupt? So gut bin ich auch nicht. Ja, habe ich mir schon gedacht. Bring mir bei, wie ich Untoten mehr Schaden zufügen kann. Natürlich. Kein Problem. Das war's? Okay. Das geht nicht. Ich bin noch nicht gut genug. Klar. Du hast schon mal richtig aufs Maul bekommen. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Doch, das geht schon. Ich denke, ich gebe dir mal ein paar aufs Fressbrett. Ja. Ich denke, ich gebe dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her. Ja! Au. Steck ihm den Finger ins Auge! Alter. Ja, so krass muss das jetzt auch nicht sein. Sag doch zu! Au. Au. Mal was trinken nebenbei. Genau so! So. Zack, zack. Steck ihm den Finger ins Auge! Zack, zack, zack. Zack. Jawohl! Hau ihm auf die Fresse! Ich geb mir schon Mühe. Dauert halt ein bisschen. Au. Steck ihm den Finger ins Auge! Der Boss. Halt! Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte was saufen. Volltreffer! Das lief doch gar nicht so schlecht, eigentlich. Ich wollte doch nur was trinken. Immer diese Quetasse geht mir auf den Nerv. Ich soll doch mal schlafen gehen. Ich lege mich mal aufs Bett bis zum nächsten Morgen pennen. Ist, glaube ich, gut. Dann machen wir den Kampf nochmal im nächsten Part. Ah, das war übel. Das war wirklich übel. Hä, noch ein Teleportstein? Den nehmen wir auch mit. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!